So, wenn ihr auch mal ein paar Deals machen wollt, dann gebe ich euch den Tipp mit. Schaut euch Objekte an, kommt mit einer Finanzierungsbestätigung, kommt mit sehr großem Interesse, und wenn es heißt, nee, wir haben schon Zusagen, dann redet euch so in die Situation, dass ihr noch mitbieten dürft, und dann gebt einfach mal ein Gebot ab. Seid mutig, gebt ein Gebot ab, dann gibt es heutzutage echt ab und zu mal noch einen guten Zuschlag. Und jetzt sind wir hier am Essensbestellfenster, was darf sein? Ich habe doch einen Schlüssel. 70 Quadratmeter Wohnung, Stuttgart, zentrumsnahe Lage. Und jetzt zeige ich euch einfach mal alles. Das ist hier ein Juwel eigentlich zum Vermieten, weil die Raumaufteilung ist perfekt geeignet für eine Dreier-WG. Und die Lage ist auch echt dafür perfekt eigentlich für so eine WG. Und ich zeige euch einfach mal so die Zimmer nacheinander. Das Zimmer 1 ist ein schönes WG-Zimmer. hier ist nichts ein Haken in dem Zimmer, hier ist noch keine Heizung drin. Aber da habe ich schon mit dem Handwerker gesprochen. Wir werden hier wahrscheinlich eine Elektro-Infrarot-Heizung anbringen. Also das kann man hier oben schön an der Decke oder an der Wand, je nachdem. Also das überlasse ich dem. Und der wird dann jetzt hier das anbringen und streichen komplett einmal die Bude. Also ich glaube so 2.500 Euro kostet das. Also streichen plus das Ding einbauen und Lampen noch aufhängen und so. Genau, das ist halt so, was hier in dem Zimmer fehlt. Hier war früher wohl auch mal eine Heizung angeschlossen, direkt am Kamin. Aber so wie es ausschaut, ist der mittlerweile stillgelegt. Jetzt weiter ins zweite Zimmer. Hier ist das zweite Zimmer. Hier haben wir einen Gas-Einzelofen. Da ist halt ziemlich häufig in den alten Häusern noch sowas drin. Hier auch wieder das Thema, hier wird das Gas direkt verbrannt im Ofen und die Wärme strahlt direkt in den Raum. Du hast halt relativ wenig Wärmeverluste dadurch, dass das Wasser nicht irgendwie erst warm gemacht wird und so weiter. Die Elektrik ist hier auch schon dreiartig, das ist auch ganz gut, immer darauf zu achten beim Kauf, dass man halt schon dreiartige Elektrik hat. Manchmal ist es schon gemacht, manchmal nicht. Und hier, das geht so ein bisschen vor so. Also das Gebäude ragt hier so ein bisschen raus. Ich stehe jetzt quasi in der Luft. Das ist kein Balkon, aber es ragt so ein bisschen vor. Hier ist auch die Decke abgehängt in dem Raum. Nebendran war die Deckenhöhe deutlich höher. Hat man früher manchmal abgehängt, um einfach ein bisschen die Heizkosten und den Heizaufwand zu reduzieren. Aber heutzutage mit der hohen Decken sieht ja cooler aus. Ne? Hier im Eingangsbereich habe ich mir gedacht, könnte man so eine kleine Essnische machen. Also der Flur ist ja ziemlich groß und breit. Dass man hier vielleicht so eine kleine Theke hinmachen könnte oder hier so eine kleine Theke oder einen kleinen Esstisch, damit man hier schön essen kann. Hier ist zwar kein Fenster, aber wenn man diesen Vorteil hier nutzt, kann man hier ein drittes WG-Zimmer vermieten. Ansonsten kann man natürlich hier auch einen hohen Essbereich reinmachen, aber ich würde eher halt lieber die Zimmer ein bisschen günstiger vermieten und dafür keinen Gemeinschaftsraum, anstatt halt auf dieses dritte Zimmer zu verzichten. Hier ist das dritte Zimmer. Hier auch wieder mit einem Gas-Einzelofen, genau wie drüben. Hier, der ist schon ein bisschen älter, bin ich mal gespannt, wann er den Geist aufgibt. Noch geht er, aber die Frage ist, wie lange noch. Aber ich denke, das wird noch eine Weile gehen. Das Zimmer ist hier fürs Krümelmonster perfekt geeignet. Warte mal kurz hier. Und direkt Essen rüberschieben. Von der Küche. Warte, ciao. Weiter geht's in die Sanitär- und Küchenbereiche. Hier ist die Toilette, ist auch ganz perfekt eigentlich, dass die Toilette extra ist zum Bad, weil dann kann der eine da schön arbeiten, während der andere duscht oder so. Hier auch alles relativ vom Style her ein bisschen älter sieht es aus, aber es funktioniert alles und ist top in Schuss. Also eigentlich fast zu schade, um es jetzt rauszuschmeißen. Also für eine WG ist es perfekt eigentlich, muss man nichts machen groß. Hier geht es weiter in die Küche. Das ist ein bisschen strange so von der Raumaufteilung, weil man kommt von der Küche in das Badezimmer, also nicht ins Toilette. Toilette wäre noch stranger. Aber bei der Dusche ist eigentlich nicht so schlimm. Ich finde, das kann man akzeptieren. Hier ist ja die Dusche mit dem Durchlauferhitzer für warmes Wasser. Und hier ist eine Heizung, eine Elektro. Mal gucken. Die geht. Oh ja. Oh ja. Wird schnell heiß. Siehst du, wie das leuchtet? Ja. Die heizt gut. Und hier ist Durchlauferhitzer.
hier kommt Waschmaschine hin, hier war so ein Toploader gestanden. Das heißt, so eine kleine Waschmaschine, wo man von oben reinlädt. Hier ist der Ablauf direkt. Und da ist die Dusche da drüben. Genau. Da würden wir auch neue Keramik hinmachen, also neue Keramik machen wir hin. Hier schöne Regendusche, halt ohne Deckenauslass und so, weil es halt einfach die Randbedingungen hier nicht dafür gegeben sind. Und ein Balkon ist auch noch mit dabei. Boah, wird es schön warm, ey. Geil. Ja, so die Wohnung hier ist eigentlich vom Quadratmeterpreis und so im Einkauf ähnlich wie eine Wohnung, wo nicht so eine gute Raumaufteilung hat. Also als Kapitalanlage ist die halt perfekt geeignet. Wie gesagt, eine 3er-WG ist möglich. Es gibt auch Wohnungen, die haben genauso viel Quadratmeter, aber da ist halt nur eine 2er-WG möglich oder auch nicht mal das, weil die Durchgangszimmer hat oder sonst irgendwas. Ist halt bei Altbau manchmal der Fall. Hier perfekte Raumaufteilung. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, wie hat der Kerl die Wohnung bekommen in Stuttgart? Bieterverfahren, ja. Also wir haben ein Bieterverfahren teilgenommen. Das war ein ganz normales, verdecktes Bieterverfahren. Wir haben den Höchstpreis abgeboten. Das waren irgendwie 10 Kaufzusagen und dann ja, heißt es halt, Herr Fröhlich, wie viel sind Sie bereit zu bezahlen? Und wir haben halt einfach am meisten geboten und dementsprechend dann durften wir es kaufen. So läuft's. Wenn man mehr zahlt, kriegt man halt die guten Objekte. Und wir sind dann auch bereit, Top-Preise im Einkauf zu bezahlen. Daher kommen wir öfters mal an Deals ran, wo man halt sich dann auch immer überlegen muss, bin ich bereit, ist es so auszugeben, das Geld oder nicht? Und es ist halt immer so die Frage. Es gibt natürlich Objekte, da macht es keinen Sinn, ein Bieterverfahren teilzunehmen. Es gibt Objekte, da macht es Sinn, teilzunehmen. Man kann auch mal Glück haben, dass man ein bisschen nur mehr bietet und keiner drüber liegt. Aber nichtsdestotrotz heißt es, wenn ein Objekt am Markt ist, on market, dass man da keinen Deal machen kann. Siehe hier. So, wenn ihr auch mal ein paar Deals machen wollt, dann gebe ich euch den Tipp mit. Schaut euch Objekte an, kommt mit einer Finanzierungsbestätigung, kommt mit sehr großem Interesse und wenn es heißt, nee, wir haben schon Zusagen, dann redet euch so in die Situation, dass ihr noch mitbieten dürft und dann gebt einfach mal ein Gebot ab. Seid mutig, gebt ein Gebot ab, dann gibt es heutzutage echt ab und zu mal noch einen guten Zuschlag. Und jetzt sind wir hier am Essensbestellfenster, was darf sein? Hier sind noch zwei Keller dabei bei der Wohnung, ich weiß nicht mehr welche. Merkt's euch. Wenn ihr eine Wohnung kauft, schreibt euch auf, welcher Keller gehört dazu. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt. Wie gehst du vor? Frage ich den Verkäufer nochmal. Der denkt sich auch, der Fröhliche Kindermond. Naja, gut. Ich frage einfach. Klappe zu, Affe dort.